Diejenigen von euch, die die Vorlesung von Brandon Sanderson gesehen haben, werden das Konzept der Box kennen. Aber um es einmal kurz zusammenzufassen, die Box ist die Art, wie das Publikum einen Blick in die fiktive Welt erhält. Um euch ein paar Beispiele zu geben, in Harry Potter folgen wir Harry und wir sehen die Welt aus seiner Perspektive. Wir erfahren nur, was Harry erfährt, sind auf sein Wissen und seine Erfahrungen beschränkt und die einzigen inneren Monologe, die wir mitbekommen, sind die von Harry. In Ein Lied von Eis und Feuer haben wir dasselbe Konzept, aber wir wechseln zwischen verschiedenen Charakteren hin und her. Bram Stokers Dracula wurde in Form von Briefen, Tagebucheinträgen und Zeitungsartikeln geschrieben. Während Film und Animation zwar häufig einem Charakter folgen, aber auch Szenen zeigen, in denen dieser Charakter nicht vorkommt, einfach weil Film ein sehr visuelles Medium ist. Und im Rollenspiel besteht die Box aus der Session, die wir spielen, die zu einem gewissen Grad aus den Mechaniken des Systems besteht. Also stellt sich die Frage, wie sind die Mechaniken und das Setting verbunden? Wolfgang Bauer beantwortet diese Frage in seinem Artikel What is Setting Design im Kobold's Guide to Worldbuilding wie folgt. Meiner Meinung nach ist jedes Kampagnen-Setting, das etwas wert ist, größtenteils unabhängig von den Mechaniken, mit denen es bespielt wird. Beispielsweise haben die Vergessenen Reiche und Star Wars als Settings mehrfach ihre Spielmechaniken überlebt. Bauer sieht Setting Design, bei dem Regeln stark involviert sind, als Adventure Design und führt eine klare Trennung zwischen Adventure Design und Setting Design durch. Und das ist meiner Meinung nach nicht zu 100% richtig, einfach weil einige Settings grundlegende Inhalte haben, die durch Mechaniken dargestellt werden müssen. Beispielsweise ist das Thema der Vampire Games in der World of Darkness, dass der Spielercharakter eine von Gott verfluchte Kreatur geworden ist und um jeden Fetzen seiner Menschlichkeit kämpfen muss, um nicht ein seelenloses Monster zu werden, ohne Mitgefühl und Gewissen. Okay, man kann das Ganze auch wie Blade spielen, aber es ist nicht die Intention dahinter. Weder die Spielwelt voller Geheimbünde und politischer Intrigen, noch das langsame und bedächtige Kampfsystem sind wirklich für so eine Spielart ausgelegt. Also spielen hier Setting Design und Regeln zusammen, um sowohl Spieler als auch die Abenteuerideen in eine gewisse Richtung zu lenken. Zudem ist zu erwähnen, dass in einem anderen Kapitel desselben Buches erwähnt wird, dass Dinge wie beispielsweise Magie oder die Häufigkeit bestimmter Zauber einen großen Einfluss auf das Setting haben kann. Das bezieht sich zwar nicht direkt auf Spielregeln, sondern eher auf Dinge wie Zauberlisten und Mechaniken hinter Magie, aber trotzdem sind das Teile des Settings, die zu einem gewissen Grad durch Regeln und Mechaniken beeinflusst werden. Oder um es anders zu sagen, die geheimnisvolle und gefährliche Magie aus Conan sollte andere Regeln haben als die sichere und saubere Magie aus den Vergessenen Reichen. Also um Bauers Ansätze und meine eigenen Ideen zusammenzufassen, man sollte das Setting und die Mechaniken soweit es möglich ist unabhängig voneinander entwickeln. Aber darauf achten, dass sie zusammenpassen, wenn Mechaniken wichtig für das Thema des Settings sind oder sie das Setting grundlegend beeinflussen würden. Interessanterweise ist die Antwort einiger großer Spieleentwickler das genaue Gegenteil zur Antwort von Bauer. Beispielsweise entwickelt Nintendo die Mechaniken, mit denen eine neue IP arbeiten soll, bevor die Spielwelt, das Setting und das Design entwickelt werden. Während bei Magic the Gathering bestimmte mechanische Voraussetzungen erfüllt sein müssen, bevor die Entwicklung eines Blocks überhaupt beginnen darf. Beispielsweise besteht eine dieser Voraussetzungen darin, dass jeder Block das Fünf-Farben-Konzept von Magic unterstützen muss. Eine Setting-Idee, egal wie gut, die dieses Konzept nicht unterstützt, wird niemals entwickelt werden. Ich glaube, ich kann am besten mit einem Beispiel erklären, worauf ich hinaus will. Also reden wir ein wenig über den Kamigawa-Block. Kamigawa ist die Magic the Gathering-Version von Japan. Also gibt es hier logischerweise Samurai und Ninjas und die damit verbundenen Sondermechaniken. Außerdem bietet Shinto eine tolle Möglichkeit, mit einem Haufen geringerer Gottheiten zu arbeiten. Also gibt es außerdem die Kami und die mit denen verbundenen Sondermechaniken. Samurai haben die Spezialfähigkeit Bushido, die den Samurai stärker macht, wenn er blockt oder geblockt wird. Während Ninja die Spezialfähigkeit Ninjutsu haben, die es erlaubt, sie gegen einen ungeblockten Angreifer zu tauschen. Das heißt, die Mechaniken machen aus Samurai starke Beschützer und aus Ninjas hinterlistige Angreifer. Also werden die Sondermechaniken des Blocks als Werkzeug der Charakterisierung genutzt. Kami haben währenddessen die Fähigkeit Soul Shift, mit denen man einen anderen Kami vom Friedhof auf die Hand zurückbringen kann. Außerdem haben viele Geister in diesem Block einen Effekt, der durch die Beschwörung eines anderen Geistes oder einen arkanen Zauber getriggert wird. Diese Mechaniken geben den Kami das Feeling einer unaufhaltsamen Armee, dessen Soldaten immer und immer wieder kommen, egal wie häufig man sie tötet. Was die Art ist, wie Kami im Lore des Blocks präsentiert werden. Auch wenn erwähnt werden muss, dass es viele Karten in diesem Block gibt, die mit einem anderen Namen in jedem anderen Block existieren könnten, sind diese Mechaniken nur in diesem einen Block zu finden und geben dem Block damit einen gewissen eigenen Charakter. Einigen von euch mag ein Unterschied zwischen den beiden Methoden aufgefallen sein. Bauer redet davon, ein Setting zu erstellen, das von einem bestimmten System unabhängig ist und danach ein passendes System zu suchen. Während Magic die Mechaniken des Kartenspiels voraussetzt, wodurch die Settings der Blocks auf den Mechaniken des Spiels aufbauen. Und somit kommen wir zur Verbindung zwischen den Mechaniken und dem Setting.
Wenn wir beide Ansichtsweisen betrachten, kristallisiert sich zumindest für mich eine Gemeinsamkeit heraus. Beide Methoden haben eine klare Zielsetzung. Bauer will eine Fantasy-Welt erschaffen, die unabhängig von einem Setting existieren kann und für ein Rollenspiel, einen Roman oder ein Computerspiel genutzt werden kann. Wenn bei Magic die Zielsetzung darin besteht, ein Thema für einen Block von Karten zu finden. Also bauen alle Settings notwendigerweise auf den Mechaniken und der Meta des Kartenspiels auf, weil alle anderen Formen des Settings zweitrangig sind. Das bedeutet, dass das Wichtigste bei der Erstellung eines Rollenspiels die Zielsetzung ist. Und natürlich, dass auf das Ziel hingearbeitet wird. Was bedeutet, dass sowohl das Setting als auch die Mechaniken dieses Ziel unterstützen und ihm nicht im Weg stehen sollten. Vampire hat als Thema den Verlust der eigenen Menschlichkeit, nachdem man ein Vampir geworden ist. Und sowohl die Mechanik der Menschlichkeit als auch die kalte, herzlose Spielwelt unterstützen das. DSA hat das Ziel, eine realistische Fantasy-Welt darzustellen. Und die Mechaniken unterstützen das. Sie sind schrecklich und langsam, aber sie sind realistisch. Pathfinder und D&D sind hauptsächlich Dungeon Crawler. Also ist ein Großteil der Mechaniken um den Kampf herum aufgebaut. Call of Cthulhu ist um Wesen herum aufgebaut, bei deren bloßen Anblick man wahnsinnig wird. Also gibt es eine Wahnsinnmechanik. Und ich glaube, ihr wisst, worauf ich hinaus will. Aber die Frage ist, wenn ihr ein Ziel habt, wie fangt ihr an? Neben dem Ziel hat ein System logischerweise auch Mechaniken, die um dieses Ziel herum aufgebaut sind. Grundlegend kann man bei Rollenspielen zwischen vier Arten von Mechaniken unterscheiden. Das wären die Grundmechaniken, die Kernmechaniken, Sondermechaniken und Spezialmechaniken. Und ich glaube, ich sollte erklären, was ich damit meine und was der ganze Unsinn eigentlich zu bedeuten hat. Die Grundmechaniken sind die Art, wie Proben abgelegt werden. Dadurch können wir bestimmen, wie schnell oder komplex die Grundregeln des Systems sein sollen. Außerdem kann man hier anfangen, dem System ein gewisses Feeling zu geben. Wenn wir beispielsweise ein Western-RPG bauen, kann man die Proben mit einem Poker-Set ablegen, um ein gewisses Saloon-Feeling zu bekommen. Aber natürlich muss man nicht so weit gehen. Wenn man ein System für ein schnelles und brutales Rollenspiel machen will, sollte man ein möglichst schnelles und einfaches System wählen. Wenn man eine komplexe Welt möchte, sollte man ein komplexes und bedächtiges System bauen. Kernmechaniken sind die grundlegenden Mechaniken und Werte, die uns die Eckdaten geben, mit denen die Grundmechaniken funktionieren. Das heißt, es sind die Attribute und Fertigkeiten des Charakters. Außerdem gehören hierhin die Lebenspunkte und andere wichtige Daten, die den Charakter ausmachen. Und ihr merkt schon, auch hier kann man sehr viel über das Feeling des Systems bestimmen. Wenn ihr ein schnelles System wollt, habt ihr möglichst wenige Attribute und Fertigkeiten. Wenn es brutal sein soll, haben die Charaktere möglichst wenig Lebenspunkte. Und wenn es großartig und komplex sein soll, habt ihr relativ viele Werte, die eng zusammenhängen. Außerdem kann man hier bestimmen, wie ein Charakter erstellt werden soll. Gibt es ein Klassensystem, ist es ein Point-by-System, ein Hybrid aus beidem oder irgendwas komplett anderes? Und eine gute Faustregel ist, dass man mit Grundmechaniken und Kernmechaniken dazu in der Lage sein sollte, einen Prototyp-Charakter zu erstellen und einfache Proben abzulegen. Das heißt, wir haben hier noch kein funktionierendes System, aber wir sind so weit, dass wir sagen können, so soll der Charakterbogen ungefähr aussehen. Die Sondermechaniken sind zusätzliche Mechaniken, die aus den Kernmechaniken resultieren. Und weil das unnötig technisch klingt, hier ein paar Beispiele. Lebenspunkte gehören zu den Kernmechaniken. Also würden die daraus resultierenden Sonderregeln festlegen, wie der Stand der Lebenspunkte den Charakter beeinflusst. Also sollte man hier Fragen klären wie, wann stirbt ein Charakter? Welche Auswirkungen haben niedrige Lebenspunkte auf einen Charakter? Oder auch wirken sich verschiedene Arten von Schaden anders aus? In diese Rubrik würden auch Kampfmechaniken und das Magiesystem fallen. Also alle Mechaniken, die auf den Werten aufbauen, die wir in den Kernmechaniken finden. Und logischerweise findet hier ein Großteil der Arbeit statt. Außerdem kann man das System hier zusätzlich noch einmal formen. Beispielsweise sind D&D und Pathfinder primär Dungeon Crawler, weswegen die meisten Sondermechaniken mit Kämpfen zu tun haben und das Magiesystem relativ einfach ist. Die World of Darkness befasst sich hauptsächlich mit übernatürlichen Wesen. Also befasst sich ein Großteil der Sondermechaniken damit, wie übernatürliche Wesen sich von Menschen unterscheiden und welche Probleme in der modernen Welt für die jeweiligen Wesen entstehen. Es ist allerdings wichtig, sich bewusst zu sein, dass die Grenze zwischen Kernmechaniken und Sondermechaniken im Grunde fließend ist. Was in einem System eine Kernmechanik ist, wird in einem anderen System zu einer Sondermechanik. Faustregel hierbei ist, dass wenn etwas nicht auf dem Charakterbogen steht, es wahrscheinlich eine Sondermechanik ist. Und abschließend sind Spezialmechaniken die Mechaniken, die aus Kernmechaniken und Sondermechaniken resultieren und in anderen Settings nicht wirklich Sinn machen würden. Ein Beispiel dafür wären die Moralsysteme in der World of Darkness. Während Vampire den Zerfall der eigenen Menschlichkeit zum Thema hat, befasst sich Werwolf sehr stark mit der Natur und mit der Welt der Geister. Und Mage hat die Erleuchtung des Charakters zum Inhalt. Deswegen sind die Moralmechaniken dieser Systeme komplett verschieden. Vampire hat den Wert Menschlichkeit. Der zeigt, wie weit der Charakter seiner inneren Bestie verfallen ist. Werwölfe haben Zorn, um zu zeigen, wie animalisch der Charakter ist. Und hat zudem Ruhm, Ehre und Weisheit.
um den Ruf des Charakters unter den Werwölfen und bei den Geistern zu repräsentieren. Und Mage hat den Wert Arete, der zeigt, wie nah der Charakter der Erleuchtung ist und somit wie weit er vom normalen menschlichen Denken entfernt zu seinem eigenen Dogma verfallen ist. Diese Mechaniken machen zwar für die jeweiligen Gruppen Sinn, aber außerhalb dieser Gruppen sind sie vollkommener Unsinn. Vampire müssen sich keine Sorgen um Banalität machen und Magier haben nichts mit animalischem Zorn zu tun. Und auch die Grenze zwischen Sondermechaniken und Spezialmechaniken ist relativ schwammig. Es liegt im eigenen Ermessen, was so speziell ist, dass eine Spezialmechanik wird und was noch allgemein genug ist, um eine Sondermechanik zu bleiben. Eine gute Faustregel ist, dass wenn eine Mechanik nicht wirklich Sinn machen würde, wenn man sie in einen anderen Kontext packt, ist es wahrscheinlich eine Spezialmechanik. Noch ein kleines Wort zur Verbindung von Setting und System. Wenn ihr ein Regelwerk um ein Setting herum erstellt oder ein bestehendes System um ein paar thematisch passende Regeln erweitern möchtet, gibt es zwei wichtige Fragen, die ihr euch stellen solltet. Muss, was ich einbauen will, mechanisch dargestellt werden und kann, was ich einbauen will, mechanisch dargestellt werden? Ich gebe ein kurzes Beispiel, damit ihr versteht, was ich meine. In Dragon Age sind Magier lore-technisch jederzeit in Gefahr, von Dämonen besessen zu werden, weil Magie etwas Unkontrollierbares und Gefährliches ist. Trotzdem können Magier im Gameplay alle paar Sekunden einen Feuerball werfen, ohne dass irgendein Dämon auch nur in ihre Nähe kommt. Das ist ein Kompromiss und meiner Meinung nach keine Ideallösung, wenn man bedenkt, wie Magier in der Serie behandelt werden. Aber stellen wir uns einmal die Frage der Konsequenzen. Muss ich das mechanisch darstellen? Es wäre sinnvoll, vor allem wenn die Bedrohung, die von Magie ausgeht, eine rote Linie ist, die sich durch die Storys der verschiedenen Games zieht. Und natürlich kann man das mechanisch darstellen. Ich würde sagen, ja. Die einfachste Variante wäre es, dem Magier ein Limit zu geben, wie viel Zauber er am Tag wirken kann, ohne dass es Probleme gibt, dass ein Dämon auftauchen könnte. Und wenn ein Magier über dieses Limit hinausgeht, muss er Rettungswürfe ablegen, um sich den Einflüssen von Dämonen zu entziehen. Dieselben Würfe müsst ihr übrigens auch machen bei so etwas wie Blutmagie, was allgemein sehr stark mit Dämonen verbunden ist. Natürlich werden dadurch rein balance-technisch Magier schwächer als andere Klassen, weil das Stärkste, was sie können, Magie wirken, eben limitiert ist. Das heißt, man müsste das irgendwie anders kompensieren. Man könnte Magie stärker machen als andere spezielle Fähigkeiten, man könnte dem Magier andere Vorteile geben. Aber das sind alles Sachen, die man dann nach und nach für sich selber erörtern muss. Und wenn ihr einmal nicht wissen solltet, ob etwas wichtig genug für eine Mechanik ist, stellt euch einfach die Frage, wie wichtig dieser Aspekt für die Hintergrundidee hinter dem Setting ist oder wie wichtig er für das Lore ist. Einige von euch mögen jetzt sagen, das ist ja schön und gut, aber wie baue ich ein System? Und die Antwort ist, wir testen es. Oder um genau zu sein, wir testen es mit Hilfe des Spiralmodells. Für die von euch, die nicht wissen, was das ist, hier eine schnelle Erklärung. Das Spiralmodell ist ein Entwicklungsprozess aus der Softwareentwicklung, der häufig für fortlaufende Projekte wie zum Beispiel MMOs oder von kleineren Unternehmen verwendet wird. Hierbei durchläuft das Projekt immer wieder 4 Projektphasen und sobald die letzte Phase durchlaufen ist, beginnen wir wieder von vorne. Die Phasen können von jedem selbstständig bestimmt werden, aber für unsere Zwecke sind die folgenden Phasen am sinnvollsten. Planung, Umsetzung, Testen und Auswertung. Gehen wir die Phasen einmal durch, damit ihr wisst, worum es geht. Die Planungsphase ist unsere Zielsetzung. Was wollen wir in diesem Durchlauf erreichen? In der Umsetzung verwandeln wir unsere Ideen in Regeln. Dabei haben wir relativ freie Hand, solange die Regeln und Mechaniken, die wir uns ausdenken, mit den Kernmechaniken und den Grundmechaniken kompatibel sind. In der Testphase werden die neuen Regeln und Mechaniken getestet. Sowohl als alleinstehende Elemente als auch als Teil des Ganzen. Und natürlich müssen wir dabei auch unsere Grundidee im Hinterkopf behalten. Wenn wir ein schnelles System bauen wollen und eine neue Mechanik das Spiel unnötig langsam und kompliziert machen würde, sollten wir überlegen, ob diese Mechanik notwendig ist. Und da kommen wir in die Auswertungsphase. In dieser Phase schauen wir uns die Tests an und bewerten die Änderungen, ob sie positiv oder negativ sind. Bei positiven Änderungen bleibt alles so, wie es ist. Und bei negativen Änderungen sollten wir den Teil noch einmal überarbeiten. In dieser Phase können wir außerdem festlegen, was dem System noch fehlt und es dann im nächsten Durchlauf der Spirale entwickeln. Allerdings sollte man hierbei darauf achten, dass man notwendige Inhalte des Spiels vollkommen entwickelt hat, bevor man an Mechaniken arbeitet, die darauf aufbauen. Wenn beispielsweise die Regeln für Lebenspunkte noch nicht ausgearbeitet sind, macht es wenig Sinn, an einem komplexen Regenerationssystem zu arbeiten, einfach weil man alles über den Haufen werfen muss, wenn sich die Grundlagen, also die Regeln für Lebenspunkte, irgendwie ändern sollten. Und natürlich muss man aufpassen, sich nicht ewig im Kreis zu drehen. Eine gute Faustregel ist, dass wenn ihr ein funktionierendes System habt, das alles abdeckt, was ihr abdecken wolltet, ihr anfangt mit diesem System zu spielen. Eventuelle Sonderregeln würden sich dann im Testspiel zeigen. Und jetzt noch ein ganz kleiner Tipp.
Es ist 2018. It's the current year, guys. Did you guys know that it is currently the year that it currently is? Was ich damit meine ist, die meisten Regeln und Mechaniken, die in Rollenspielen funktionieren, werden bereits irgendwo benutzt. Nur die Ideen, die nicht benutzt werden, werden wahrscheinlich aus einem guten Grund nicht benutzt. Darum ist mein Ratschlag für diejenigen, die ein eigenes System schreiben wollen, dass ihr euch an existierenden Systemen orientiert. Das heißt nicht, dass man verschiedene Mechaniken nicht ein bisschen verändern kann, damit sie zum eigenen System oder zur eigenen Idee besser passen, aber ihr solltet euch darüber im Klaren sein, dass Sachen, die für andere funktionieren, für euch auch funktionieren können. Und natürlich müsst ihr auch darauf achten, dass sich geliehene Mechaniken miteinander und mit den Grundideen hinter eurem System vertragen. Ein Beispiel dafür, was passiert, wenn sich Mechaniken nicht vertragen, wäre die Implementation von Psionic Powers in D&D. Als Psionics in AD&D implementiert wurden, war es ein Desaster, weil es im Grunde ein eigenes Set von komplexen Regeln und Mechaniken war, die nicht wirklich in D&D reingepasst haben. Und dazu kam, dass Charaktere ohne Psionics keine wirkliche Chance hatten, sich zu verteidigen, weil nur Psionics sich effektiv gegen Psionic Powers verteidigen konnten. Nein, wirklich, ein Level 1 Psionic Goblin hatte eine 85%ige Chance, euren Level 20 Barbaren einfach zu töten. Oder um ein anderes Beispiel zu nehmen, Yu-Gi-Oh! Ist absolut unspielbar. Einfach weil Synchromonster und daraus resultierende Karten das Spiel so beschleunigt haben, dass alte Karten und Decks ohne Synchromonster einfach nicht mehr spielbar waren. Und dann wurde es noch schneller und noch schneller, bis Konami irgendwie eine Lösung gefunden hat, für ein Problem, das sie selbst vollkommen unnötig erfunden haben. Aber um von den Trümmern meiner Kindheit wieder zum Thema zurückzukommen, wenn ihr Elemente aus anderen Systemen übernehmt oder euch selbst etwas ausdenkt und es dann in euer bestehendes System einbaut, müsst ihr sicher gehen, dass es funktioniert. Und genau deshalb haben wir das Spiralmodell. Nach jedem Durchlauf haben wir im Grunde einen funktionierenden Prototypen des Systems und eine Liste von Inhalten, die wir hinzufügen wollen. Also wenn wir das System mit Änderungen ruinieren oder die neuen Mechaniken einfach nicht in das bestehende System reinpassen, können wir einfach eine frühere Version nehmen und an dem Punkt wieder ansetzen. Somit habt ihr zwar eure Zeit verschwendet, aber müsst nicht wieder ganz von vorne anfangen. Um wieder auf den Anfang des Videos zurückzukommen, Sanderson beschreibt das Konzept der Box als die Art, wie wir als Zuschauer oder Leser eine Welt erleben. Und im Fall eines Rollenspiels sind Regeln Teil dieser Box. Zum einen formen Regeln das Verhalten der Spieler und zum anderen können Regeln ein Instrument sein, um die Inhalte des Lores zu verstärken und zu verankern. Mechaniken können ein wichtiger Teil der Identität eines Rollenspiels sein und man sollte die Möglichkeiten, die sich daraus ergeben, nicht verschwenden, nur weil es einfacher ist, während des Worldbuildings nicht an Regeln und Mechaniken denken zu müssen. Und wo wir gerade beim Thema sind, nächsten Monat reden wir darüber, wie man Worldbuilding betreiben kann, ohne dass notwendigerweise Würfel damit involviert sind. Dieses Video war etwas kürzer als eigentlich geplant war, weil ich hier nicht wirklich viel zeigen kann. Ich kann zwar die groben Züge von dem, was ich ausdrücken will, erklären, ja, aber um zu erklären, was wirklich eine Grundmechanik ist, was eine Kernmechanik ist und wie das Ganze zusammenspielt, müsste ich das anhand von einem Beispiel zeigen. Und das kann ich, glaube ich, besser in einem interaktiven Livestream machen. Das heißt, ich bereite ein paar Sachen vor und am Ende des Jahres machen wir einen Livestream zu dem Thema. Der wird wahrscheinlich am 28. Dezember, das wäre ein Freitag, irgendwann abends stattfinden. Und dann kann ich euch anhand von Beispielen zeigen, was ich heute genau gemeint habe. Und zudem habt ihr die Möglichkeit, Fragen zu stellen, wenn irgendwas unklar ist. Das ist, glaube ich, eine bessere Lösung, als wenn ich 15 verschiedene Videos mache, wo ich jeden Einzelaspekt genau unter die Lupe nehmen muss, weil irgendwo noch offene Fragen sind.